die Staatsoper Stuttgart, der sogenannte Littmann-Bau. Doch überall bröckelt es. Das 112 Jahre alte Gebäude macht auch dem technischen Leiter der Staatsoper täglich zu schaffen. Ja, hier sieht man schon ganz klar den Sanierungsbedarf, den wir so Jahr für Jahr hier haben und was uns hier immer alles so widerfährt. Die Decke abgestützt, Regenwasser tropft hier durch. Das ist hier bei uns im Normalzustand, dass wir in Bereichen immer mal wieder Havarien haben. Diese Betonwand, hinter der der eiserne Feuerschutzvorhang der Bühne hängt, biegt sich durch und muss abgestützt werden. Seit Jahrzehnten ist klar, das Gebäude muss saniert werden. 2029 sollte die Oper eigentlich in ein Zwischengebäude, eine Interimsspielstätte, umziehen. Doch gestern Abend lange Gesichter im Stuttgarter Rathaus. Der Bau dieses Interims wird sich um 4 Jahre verzögern. Dem Oberbürgermeister scheint eine Erklärung hierfür im Rathaus sichtlich schwer. In aller Regel dauern die Prozesse mit zunehmender Planungstiefe länger und zudem werden die Projekte mit zunehmender Planungstiefe in aller Regel auch teurer. Doch wie teuer, ist bisher völlig unklar. 1 Milliarde Euro wurde 2019 für die Sanierung anvisiert. Doch immer wieder sprechen Politiker und Experten von bis zu 2 Milliarden. Der Bund der Steuerzahler schlägt Alarm. Wir befürchten, dass diese Opernsanierung sich letztendlich dann zu einem Desaster herausstellt für die Steuerzahler. Also meines Erachtens sind diese Pläne eigentlich unzumutbar, wenn es jetzt 20 Jahre dauern wird, bis hier der erste Vorhang wieder fällt. Die Pläne sollten abgespeckt oder sogar noch mal auf Null gesetzt werden, so die Forderung des Steuerzahlerbundes. Das eröffnet wieder die Grundsatzdiskussion, ob ein kompletter Neubau statt einer Sanierung der Oper nicht sinnvoller wäre. Noch weitere Verzögerungen der Sanierung durch diese Diskussion könne man sich aber nicht leisten, so der geschäftsführende Intendant. Die Sanierung kann nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden, weil dieses Haus abgängig ist. Wer die Bilder gesehen hat, wer hier hinter der Bühne unterwegs ist, der weiß, dass etwas getan werden muss. Ansonsten fällt uns das Gebäude auseinander. In die veraltete Bühnentechnik muss jetzt wegen der Verschiebung auch nochmal investiert werden, damit hier bis zur Sanierung überhaupt noch Aufführungen möglich sind.